Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario RPG des Starlight Worlds. Ich habe intensives Training betrieben. Ging, glaube ich, gut eine Stunde. Bin jetzt ein paar Level höher gelevelt. Und hoffe, dass ich es jetzt mit diesen Trotteln hier aufnehmen kann. Im letzten Part waren sie ja echt noch overpowered. Und ich möchte mich dann doch ganz gerne heilen, ohne dass ihr mich schlachtet. Ganz gut. So. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Bin ein bisschen aufgelevelt. Ich glaube, 2-3 Level sind es jeweils. Natürlich der Klassiker mit dem Doppelspeichern, das nicht beabsichtigt ist, muss natürlich mitkommen. Die Zwischenbosse hier haben wir ja zum Glück gespeichert. Wir können hier ohne weiteres durch. So, an euch will ich eigentlich vorbei. Das sah so aus, als könnte ich, aber ich wurde geschlachtet. Na gut, du bist nur ein Trottel. Ich glaube, mit dir werden wir fertig. Ich bin mir nicht sicher, ob die zweite Spezialattacke von Sir Spinalot schon bekannt war. Wenn nicht, kann er jetzt so ein Luftwirbler. Aber ich glaube, die gab's schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die da jetzt bekommen habe, aber ich glaube, die gab's schon. So, wir werden jetzt aufräumen mit dir und zeigen, was für ein Kampfhund du bist. Sterb! Ich glaube, der lebt noch, oder? Nein! Ja, und gut, das macht keinen Schaden. Du kannst meine Defense ruhig senken. Ist egal. Und dein komischer Heilorden wird dir jetzt auch nichts mehr nützen, wenn Kappen mit dir fertig ist. Okay, er wird mit sich selber fertig. Daneben, wenn Cammy mit dir fertig ist, Schlacht. Ja, okay, das tötet dich niemals. Warum macht Cammy bei der Rüstung mehr Schaden als beim Original Goomba? Muss man nicht verstehen, oder? So, aber wie ihr seht, die Gegner sind jetzt nicht mehr ganz das Problem. Hoffe ich. Gut, das war jetzt auch nur einer. Und weil es so schön war, nehme ich mir dich gleich auch zur Brust. Geh, Kompagnon. So, diese Air Drive von Cappin. Ich habe, glaube ich, vorher das Spinalot gesagt, ich meinte Cappin. Das ist halt so eine noch heftigere Attacke als das, was er gerade schon macht. Aber kostet dafür halt auch 12 Punkte. Oh oh. Au! Au! Aber wie ihr seht, egal wie hoch Cammy gelevelt ist, sie ist ein Kackhund, was Verteidigung angeht. Ja. Ich könnte sie jetzt natürlich mit dem One-Up-Pilz wiederbeleben, aber sie kann mich mal. Ehrlich. Die zu leveln war auch gar nicht so einfach. Ihr wisst gar nicht, wie oft die abgekratzt ist. Das war abartig scheiße. Naja. Kriegt halt keine EP. Das ist auch der Grund, warum sie eh schon ein Level hinterher hinkt und fast zwei mittlerweile. Scheiße, ich wollte den zweiten Pilzzeug nicht fressen, aber egal. Scheiße, eigentlich hätte ich gar keinen Pilz fressen müssen. Ich bin so blöd, da gibt's doch eine Heilung. Warum bist du wieder da? Ich hab dich doch geschlachtet wie so ein Cock. Sorry. Fuck. Gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Hä? Warum seid die Arschlöcher wieder da? Boah, okay. Anscheinend muss man echt einfach nur außen rum. So. Ich hab's noch nie probiert gegen dich. Also gegen die Super Saiyajin Koopas. Ich hoffe einfach, dass es jetzt klappt, weil sonst habe ich keine Chance mehr. Es könnte jetzt ein langes, intensives Battle werden. Aber das Hauptziel ist erstmal, diese Idioten umzuschmeißen. Und das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht, warum. Gut, durch Sprünge eigentlich. Aber ich dachte, auch so schon fallen die um. Lucky und Guard. Krass. Tschü, ohne den Guard wäre ich, glaube ich, gestorben. Das ist abartig. Cammy. Was? 8 Schaden? Leck mich doch am Arsch. Cappin ist so nutzlos. Er ist Spinalot, meine ich. Mann, ich komm schon mit den Drecksdingern durcheinander. Ja, Poison Mushroom. Ist immer gut. Ich habe keine Heilungs-Items mehr, deswegen muss Cammy leider krepieren. Ich hätte zwar noch einen Pilz, aber ich muss angreifen. Das ist das Problem. Poison! Zerfetzt ihn. Oh Gott! Ciao, Cammy!
Scheiße! Boah, warum kriegen die immer Luckys, Mann? So abartig Scheiße. Stirb jetzt. 7 Schaden! Ich glaube, ich spinne. Los, Poison Mushroom. Walte doch endlich deines Amtes. Der Einzige, der gut Schaden macht, ist Kappen. Aber auch nur mit der Spezialattacke. Ich glaube, normal würde der auch so 15 oder so machen. Boah, wie kann der mich treffen? Ja, klar! Doch, Kappen. So, jetzt haben wir ein Problem. Aber man merkt, die sind nicht mehr so overpowered. Ich meine, sie zerfetzen mich gerade schon. Aber jetzt nicht so heftig. Wenn ich etwas anders taktischer agieren würde, dann würde ich es eventuell sogar schaffen. Ja gut, das war's jetzt dann halt. Aber ich habe eine Idee. Gut, der Shellspin, der tötet mich nicht mal. Allerdings kann ich auch denen keinen Schaden zufügen. Das ist halt abartig dumm. Aber wenn die nur auf Shellspin gehen, habe ich eine Chance. 8 Schaden, was ist das schon, ey? Da brauche ich 5 Jahre, um denen überhaupt irgendwas zuzufügen. Hab ich noch irgendwas Gescheites? Ein Pilz, ja. Hätte ich den mal auf Kappen angewendet, ey. Aua. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Sonst bin ich am Arsch. Und dieser Shellspin, den die jetzt hier machen, den setze ich mit Absicht nicht ein, weil er 0 Schaden macht. Ich weiß zwar nicht wieso, aber anscheinend sind die Super Saiyajin Goombas, Koopas meinte ich, dagegen echt immun. Aber I don't know why. And nobody can say me why. Ich hate euch alle. Ja, was gibt's sonst noch so zu sagen? Das Wetter ist schön. Wir haben einen Samstag. Es ist 14.17 Uhr. Ich habe mir gerade einen Drucker gekauft. Habe ihn eingerichtet und gedruckt. Dazu ist er ja auch irgendwie da. Und nun chill ich mein Leben und versuche ein Party aufzunehmen, bevor ich dann andere Dinge tue. Ich will ehrlich gesagt relativ bald mit diesem Game durch sein. Denn das nervt mich. Was auch verständlich ist. Und ja. Ich glaube, wir könnten das echt schaffen gegen diesen Idioten. Ich muss euch auch gerade eine lustige Backstory erzählen. Und zwar wollte ich gerade Flo, also Pyro Flo, auf Skype anrufen. Allerdings hat Flo sowohl bei dem Haus seiner Großeltern als auch bei seinem eigenen Haus Skype offen. Mit dem gleichen Account. Ich habe ihn angeschrieben und er hat geantwortet. Wir haben beschlossen, dass wir bald Starbound aufnehmen. Also gleich. Also für euch ist es jetzt schon vergangen, aber für mich ist es gleich. Und haben dann gesagt, ja, in 20 Minuten kannst du anrufen, dann nehmen wir 2-3 Parts auf. So, was mache ich? Ich stecke mein Headset ein und rufe an. Aber dann aktiviert sich irgendwie der Account bei seinen Großeltern, weil der auch auf online gestellt ist und der PC an ist. Und dann geht seine Großmutter ran. Und ich so, what the fuck, will die mich jetzt verarschen oder ist das irgendein Scherz oder sowas? Und dann hat sie mir voll und ganz ernsthaft erklärt, dass sie keine Nachrichten bekommen hat. Also alles, was ich mit Flo geschrieben habe, habe ich wirklich mit Flo geschrieben. Aber der Anruf ging auf den anderen PC. Und ich check nicht, wie Skype sowas macht. Also, wo ist der Sinn dahinter? Ja, das war's eigentlich schon. Ich fand's echt creepy, dass das mir noch nicht passiert, sowas. So, das musste ich jetzt erstmal verdauen. Aber das wird bestimmt witzig werden, wenn wir das im Starbound erklären. Das wird auch da ein Thema sein. Genauso wie Richard Gere. Wer ihn nicht kennt, wird ihn dort kennenlernen. Das Starbound-LP hat sich eh zu so einem, ja, Crap-LP entwickelt. Gut, war es von Anfang an auch schon, aber... Ja! Ey, sag mir nicht, dass ich das jetzt echt noch gewinne hier. Okay, irgendwie hat sich mein Game gerade aufgehangen. Check jetzt nicht warum, weshalb, wieso, aber... Auf jeden Fall haben wir gewonnen! Yeah!
Endlich. Kann ich das aktivieren? Mein Ziel ist erreicht. Joa. Hey, wir sind jetzt da, wo in Abenteuer Bowser die Statue runtergeschmettert hat. Danke für die Münze. Hey, waren wir noch nie? Ich kenne mich hier nicht aus. Alter, verpisst euch doch. Ich will nicht mehr. Ich habe euch jetzt schon geschlachtet, okay? Ja, ich sehe, dass du dich da versteckst, du dreckiges Kind. Ja, brauchst du gar nicht noch mehr verstecken. Geh weg jetzt. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass das Gegner sind, weil da, als man damals mit Bowser da rumgelaufen ist... hier waren wir, glaube ich, schon mal. Das war die Intro-Sequenz. Als wir damals mit Bowser herumgelaufen sind, war es ja freundliche Wesen. Also Bowser's Inside Story. Alter, ich bin gerade bei Skyboff beschäftigt gestellt. Du dreckiger Goomba. Und Flo wollte mich gerade anrufen zum Aufnehmen, aber er hat die Zeit verpennt und ich wollte nicht. Deswegen musste ich jetzt kurz das neben mir ausschalten. Ich hoffe, man hat da nichts im Video gemerkt, aber ich glaube nicht. Das kann ich vergessen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Cammy-Story jetzt gleich enden wird. Bei Bowser ist es ja auch geendet, als er in irgendeinen Abgrund gejumpt ist, wie so ein Penner. Ach so. Ja, aber was jetzt da oben? Ja, ich hab's gesehen. Brauchst du mir das jetzt nicht extra zeigen, du Dreckskind. Speichern wir das ab, weil es nervig ist, wenn wir es nochmal machen müssen. Und speichern wir es gleich doppelt ab, weil es nervig ist, weil wir das nochmal machen müssen. Hallo? Okay, hier können wir anscheinend nicht lang. Du hast dich keinen Millimeter bewegt, weißt du, aber dann, wenn ich da bin. Warte, Claro! Genau, gib mir halt gleich nochmal zwei mehr von denen. Juch. Was ist mit dem? Geht's hier weiter? Anscheinend nicht, nein. Der ist aber auch bewacht, der Raum. Komm, dich locke ich jetzt weg. Du hast keine Chance! Okay, du hast keine Chance! Danke. Okay. Was ist hier? Secrets? Yay. Ja, jetzt zwar nicht so spezielles, aber ich nehme es dankend an. Ich brauche eh welche. Ja, genau! Wird mal wieder drei? Einer? Ja, okay. Ich bin jetzt schon provisorisch auf Escape gegangen, aber den hätte ich eigentlich auch battlen können. Den hätte ich fertig gemacht. Den fertig gemacht. Fettig gemacht. Also nicht getötet, sondern ich hätte ihn fettig gemacht, wie Pommes. Wisst ihr? Das sind jetzt die ultimativen Vergleiche. What? What? Okay, jetzt bin ich gerade selber auf mein Leben nicht klargekommen, aber jetzt kommen erst die heftigen Enemies. Ich will nicht schon wieder gegen euch kämpfen. Ihr seid stinknormale Kack-Koopas, aber warum seid ihr so stark? Ah, ihr seid in der Hierarchie die Zweitschwächsten. Obwohl. Nein, ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht sind Käfer und Spikes und so doch noch etwas schwächer als Koopas. Ja, aber definitiv auf der allerschwächsten Ebene sind Goombas und... wie heißen denn die von Mario World? Goomball? Goomapple? Nee, fuck, ich weiß, wie die heißen, aber mir ist jetzt gerade entfallen. Scheiße. Egal. Ja gut, aber wo komme ich jetzt weiter? Ich kann nirgends weiter. Der Hell. Aber coole Raucheffekte. Ah, okay. Stimmt, den Raum habe ich gar nicht angeschaut. Nein. Muss ich jetzt echt zum Anfang zurück. Ah, das wird wohl der Raum... Das ist dann wohl der Raum, wo sich dann alle versammeln. Ich könnte wetten, dass Bowser da, wo er runtergefallen ist, dann auch in diesem Thronsaal landet. Und dich mache ich fertig. Ja, genau! Nein! Ja, leckt meine Eier, ihr scheiß dreckigen Hunde. Was ist das für eine hässliche Falle gewesen? Oh, fick dich doch ins Kniespiel. Für diese Aktion deinstalliere ich dich nach dem LP. Es ist ja so, egal welches Spiel, egal wie sehr es mich abgefuckt hat oder sonstiges, ich habe jedes Spiel noch behalten. Sei es jetzt als CD, als Download oder sonstiges. Ich habe nichts gelöscht, in den Müll geschmissen, deinstalliert, getötet oder sonst was. Aber du wirst nicht ein Byte oder Bit meines Speicherplatzes mehr verschwenden, sobald es hier durch ist. Das
Spinalot, bitte flieh. Bitte flieh. Bitte. Du kleiner Hund! Ja, dann tötet ihn, komm. Danke. Komm, Bandis. Zack. Was? Ich habe nur eine Chance? Yes! Dankeschön! Spinalot! Oh Gott, weh, das ist ein Enemy. Danke. Irgendwie, ich weiß nicht, ich sollte heute nicht so viel Kaffee saufen, obwohl ich nur einen gesoffen habe. Ich hasse mein Leben! Was, ich konnte fliehen? Ich hätte niemals gedacht, dass ich fliehen kann. Komm schon, lass mich in Ruhe! Du bist der Letzte, danach kann ich abhauen, oder? Doch, theoretisch müsstest du der Letzte sein. Ja, 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 ja! Lauf, jetzt kann ich lauf. Lauf um dein scheiß dreckiges Kackleben. Ich meine, du bist eh nichts wert, aber trotzdem. Oh mein Gott! Das habe ich nicht mehr bedacht, dass der Raum kommt. Bitte lass mich, lass mich, lass mich, danke. Gerade habe ich lauf, perfekt. Das Spiel will wohl nicht gelöscht werden, das meint es gut mit mir jetzt. So bitte, nein, ich will doch nicht. Ich meine, hohe Schwierigkeit, okay, aber ja, ich lasse die Asozialitäten. Anscheinend lässt es das wirklich. Und warum ist da ein Stein? Gibt es etwa wieder Schackrouten? Ah, ne, hier sind überall Steine. Ich dachte schon, weil das so sonderbar aussah. Ja, ah nein, du bist der Typ, der zu dritt kommt, ich weiß es. Wird? Was soll ihr vertrotteln? Aber hier stande der. Das ist ja da. Warum respawnen die? Ja! Nur der Zwischenboss respawnt irgendwie nicht. Aber irgendwie, das Game meint es echt mega gut mit mir gerade. Krank. Das dürfte man eigentlich... Ja gut, ein Goomba dürfte mich noch blockieren. Aber sonst... Dürfte eigentlich nichts mehr sein. Ja, genau, du noch. Okay, du hast einen Fail begangen. Oh, scheiße, der Koopa. Okay, ich bin voll geheilt. Trotzdem save ich das jetzt. Im Prinzip... Doch, ja, ein paar Items verschwendet. Giftpilz und alles. Ja. Sieht schon ganz gut aus. Spinalot auch bald Level 12. Sieht witzig aus. Ich bin da voll selten drin, was das angeht. Aber das sieht übel cool aus. Okay. Schaut euch mal Cupin an, wie er aussieht. So ein richtiger Spaß halt. Ja. Und weil ich eh gleich ein Level aufsteige, werde ich dich jetzt schlachten. Schlacht. An dem habe ich auch ziemlich viel gelevelt. Ja. Weil das einfach so ein richtiges Opfer ist. Zerfetzt. Was? Der überlebte Zerfetzung? Ach, Cammy, du kannst echt gar nichts. Da vertraut mal einmal auf dich und deine Lucky Punches. Wahrscheinlich hat er genau 70 Leben. Wir haben zwei gefehlt, um ihn abzumetzeln. I hate my life so sehr. Fuck this shit. Yeah. Level up. Let's heal. And let's save. Ich weiß, dass ich ziemlich oft speichere in diesem Game, aber es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders, okay? Was mache ich hier jetzt eigentlich? Ich gehe jetzt rein. Ich gehe hier rein. What the fuck is going on? What the hell is going on? Yeah, was ist das für eine scheiß Disco eigentlich hier? Ich dachte Krankheitsvorstellung. Nein, verfolgt mich doch nicht, du Dreckskind. Ich dachte Krankheitsvorstellung war crazy, aber das übertrifft alles. Ja. Nö, meine Freunde. Zu dritt habe ich keinen Bock auf euch. Alleine gerne, da seid ihr Opfer, aber zu dritt. Nee. Hier ist nichts, okay. Wahrscheinlich hat der Schalter die Türen geöffnet, ne? Lass mich raten. Nee, warte mal, das kann gar nicht sein. Also im Prinzip darf nichts vorweggreifen. Weil man hätte auch am Anfang auswählen können, dass man zuerst Cammy spielt. Sprich, Bowser dürfte da jetzt nicht liegen oder so. Es müsste irgendwas passieren, das halt in einem Cliffhanger endet. Aber was? Nobody knows. Cammy kann da flyen. Was kann sie da aktivieren? Was? Krank. Wie hat dann das umgesetzt, wenn es das ist, was ich glaube? Ja. Krank. Wie hat dann das umgesetzt? Wüsste ich jetzt nicht, wie ich das am RPG Maker umsetze. Ja, Bro. Ja. Klar. Sonst nichts anderes, oder? Ey, ihr seid doch scheiße, dass ihr einen immer hin und her schickt. Ehrlich. Für den Quatsch gehe ich da jetzt wieder zurück. Jetzt darf ich mich wieder durch alle Gegner battlen. Hate my life.